Naja, wie gesagt, ja, ich wollte nur mal gucken, ob ich, wenn ich den Vorgang hier jetzt wieder deaktiviere und neu starte, ob wieder eine Gazelle zustande kommt. Really, eine zweiköpfige. Muss das sein? Ja, wir gucken mal. So, nochmal ran. Ne, steht immer noch auf Gazelle. Okay, oder kann ich es jetzt deaktivieren? Brütung kann nicht unterbrochen werden. Da kommen wohl noch einige. Ja, aber wie gesagt, die erste Geselle haben wir schon. Fuck. Naja. Gehen wir mal hier lang. Ich meine, hier wird ja wahrscheinlich noch irgendwo einer sitzen. Kann ja eigentlich nicht anders sein. Nuka World benötigt Terminal. Ja, den Terminal haben wir gesehen, deswegen gerade mal der Rückwärtsgang. Mäp, 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 mäp. Hi. Ja, Türfernsteuerung, Tür aufschließen. Oh, ich liebe es, wenn man keine Magnettüren hat. Dass einfach alles so flott geht. So, dann haben wir noch eine Gelderklaue über irgendwo zu sehen, die wir noch vernichten müssen. Und dann kann es losgehen. Na komm, passiert da was? Dem Gator Klaus. Ah, die Musik. So gut. Ich weiß, ich beschwere mich immer wieder, aber müssen wir da reingehen? Ja, müssen wir. So, wir müssen trotzdem jetzt nochmal gucken, wo die letzte ist. Er schickt mich da rein. Ist jetzt die Frage, ob es ein Shortcut ist. Oder ob sie wirklich da drin ist. Ich gehe mal rein und versuche dem Questmarker zu folgen. Ich meine, er wird uns ja ungefähr eine Richtung angeben, wenn es ein Finde- und Zerstöre-Ziel ist. Ne, er schickt uns aber hier auch wieder nach draußen. Nicht nur deswegen, sondern in eine andere Richtung. Wird wahrscheinlich aber nur der Ausgang innerhalb des Parks sein. Ach ja, gut, gehen wir wieder hoch. Wo denn jetzt lang? Ich glaube hier und dann einfach nur noch nach oben. Müssten jetzt hier beim Eingang sein, ja. Wunderbar. So, nehmen wir die Abkürzung. Ja, und wie angekündigt, es hat doch nur in dem Park gezeigt. Wunderbar. Jetzt die Frage, ob wir wirklich die letzte Gelderklaue zumindest markiert bekommen. Wobei ich nicht glaube, dass es schwer ist, die hier im Park zu finden, weil so groß ist der Park gar nicht. Aber mal schauen. Ja, sieht so aus, als würde sie markiert werden. Wunderbar. Das macht die ganze Prozedur natürlich recht einfach. So. Hallo. Wahrscheinlich hier im Labyrinth, ja. Oder da hinten ist noch ein Käfig, in dem wir auch noch nicht waren. Und da war gerade auch was, aber das könnte eine der ersten Gazellen sein, die draußen rumläuft. Ja. Na gut, ja, hier sind tatsächlich eine Menge Gazellen und da unten ist wohl dann der erste Dreckige. Na gut. Jetzt ist nur die Frage, ob die Gazelle mit den zwei Köpfen eine Idee von Dr. Hein war. So, und dann sollen wir uns einmal um die Familie kümmern. Ich denke mal, da erwarten die, dass wir einfach nur mit Zito reden. Sag mal, wie viele kommen denn da? Und wo kommen die überhaupt her? Fuck. Jo. Zito? Neuer Freund fertig? Keine Monster mehr? Korrekt. Wonach sieht's denn aus? Zito nicht mehr sehen, Monster. Wie Zito können danken, neuer Freund? Oh fuck, ja. Wie sind deine Pläne? Wie geht's jetzt weiter, Sito? Willst du hierbleiben oder mit deiner Familie raus ins Ödland ziehen? Zu Hause von Zito seit klein sein. Zu Hause von Familie seit immer. Zito bleiben wollen. Ödland nicht sicher für Familie von Zito und Zito selbst.
Na, wir können ihm sagen, er soll's verlassen. Wir können aber auch sagen, teils mit den Freunden. Ich glaube, das wird er nicht mögen. Ich habe ein paar Freunde, die sich hier niederlassen werden. Aber wenn du ruhig bleibst, kommen wir schon klar. Okay? Sito dir vertrauen. Sito wollen mehr neue Freunde. Bevor gehen, hier, neuer Freund nehmen. Sito Glitzerdings aufbewahren. Sito geben wollen. Danke, neuer Freund. Sito dich nie vergessen. Gerne, Seto. Holy fuck. Warum kriegen wir immer so Knüppelwaffen? Hier auch wieder mit Düsenantrieb. Ja, füllt deine Aktionspunkte beim kritischen Treffer wieder auf. Setos glänzender Schläger. Ich hätte es besser gefunden, wenn Setos glänzendes Ding gewesen wäre. Aber na gut. Besser ist das so. Ja, wir gucken mal, dass wir ein paar Hilfsmittel loswerden. Ich denke mal, hier sind auch Gator-Clown. Gator-Clown-Fleisch. Gewicht 1 geht eigentlich. Wir haben ja bestimmt noch irgendwas, das weg kann. Wir haben noch 100.000 Nuka-Colas. Nuka-Lurk-Fleisch kann auch weg. Wiegt nicht so viel, aber viel davon brauchen wir einfach nicht. Oh, Stimpaks werden knapp. Wow, hätte ich nicht gedacht. Aber sind auch viel wieder ohne Rüstung rumgelaufen. Seit wir die Rüstung tragen, geht's eigentlich und verlieren kaum was. Ich habe bestimmt noch irgendeinen Schrott, der weg kann. Irgendwas, das viel wiegt. Ist der Handy-Treibstoff. So, damit können wir auf jeden Fall mal wieder ein bisschen rumlaufen. Er hat ein Yuka-Abzeichen, Mann. Ist voll der renommierte Bär. Na gut, wir werden jetzt das Ganze noch an uns weitergeben. Wir werden dem Rudel sein zweites Gebiet geben. Wobei ich glaube, dass wir schon dem Rudel sein zweites Gebiet gegeben haben. 1, 2, 3, 4, dann ist das das Rudel. Dann würde ich jetzt den Verkäufern sogar noch ein zweites Gebiet geben. Die heißen gar nicht die Verkäufer, das habe ich eben in der Folge schon mal gesagt. Die Unternehmer heißen sie. Ich werde am liebsten alles für mich behalten einfach. Oder zumindest am Ende die Raider platt machen. Ich glaube nicht, dass die so gut fürs Ödland sind. Naja. Wollen wir mal hier. Zap, 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 zap. Dich habe ich nämlich schon gesichtet. Ja, die Unternehmer. So, und das nächste müsste ja dann wieder an die Jünger-Dingsies gehen. Achtung, eine Durchsage. Um 1, 2, 3. Zu verhindern, 1, 2, 3. Tatsache. Über das Geländer. Na gut, dann gehen wir. Kommen wir wieder hier raus. Ich fand, das war jetzt eigentlich noch der beste Abschnitt, wenn ich ehrlich bin. Also, das war echt abgefahren. Wobei diese trippy Augenverdreh-Dinger auch geil waren in der Kids World. Naja. Ja, nur Kids World. Also, wenn ich da schon Leichen am Himmel sehe, weiß ich noch nicht, was ich davon halten soll, aber ganz ehrlich. Weiß ich auch, dass ich mir das mal genauer ansehen sollte. Wir hauen mal den God-Mode hinterher, damit wir ewig sprinten können. Was ist das? Also hier fliegt ein Bowlingkegel. Das sieht aus wie eine Lampe oder ein Eimer. Das ist so ein Lampenschirm, das ist ein Eimer. So, Sky's the limit, da hinten ist noch was. Fuck, Alter, was geht denn hier ab, Mann? Hier sind überall Sachen in der Luft. Was bist du? Ah. Alles klar, Boys. Ein Spüllappen. Ja, ich weiß, jetzt haben wir schon was gefunden, was ich noch gar nicht finden wollte. Aber meine Neugierde musste einfach wissen, was hier für Gestalten rumfliegen. Abgesehen von ihm ist klar, dass er jetzt auch hier oben rumfliegt. Aber das ist schon merkwürdig. Ja, fliegen wir mal zum Parkeingang.
So, dann hauen wir TCL wieder raus. Ui! Und dann haben wir TGM wieder raus. Na gut, haben wir das in Ruhe erkundet und gehen in Danger Bloodworms Gebiet. Ja, ich denke, hier werden wir nicht so viel machen müssen, weil ich habe das Gefühl, das Gebiet wäre ziemlich klein. Ich lasse den das einfach machen, den Penner. Hi! Bereit aufzusatteln und in den Wilden Westen zu reiten? Klar, Mann. Ja, ja. Stehst du hier an erster Stelle? Wir sagen es immer gern so. An erster Stelle steht der Spaß. Ja, alles klar. Das ganze Gebiet ist mit Blutwürmern und was weiß ich nicht alles verseucht. Hier ist es nicht sicher. Du meinst bestimmt die Tunichtgute, die aus Mad Mulligans Mine kommen. Also, Partner, wenn du mir helfen willst... Ich könnte einen neuen Deputy gebrauchen. Was sagst du dazu? Ich finde, er hat Roboter-Experte verwendet. Okay, machen wir. Mal sehen, ob ich ein paar Sachen überbrücken und dich ein wenig nützlicher machen kann. Manueller Angestellten-Login festgestellt. Befinde mich derzeit in vollständigen Pack. Ich könnte das den ganzen Tag machen. So, ist er jetzt aufgerüstet? Ja, wir töten die Viecher mal, sobald wir sie zu Gesicht bekommen. Da kommt ja mein Lieblingsdeputy. Oh Mann. Ja, sicher, wir werden eine Menge Spaß mit dem Pümmel haben. Ich glaube aber auch nicht, dass die Blutwürmer wirklich eine Gefahr sind, weil... Sind wir mal ehrlich, was will so ein schlangenähnlicher Haufen Fleisch schon einer riesigen Powerrüstung gegenübertreten? Ich meine, das darf man nicht unterschätzen. So eine Schlange zum Beispiel ist ja auch nichts als ein langer Brocken Fleisch. Ist verdammt stark. Also, die haben echt eine Druckkraft hinter sich. Die Regeln sind einfach. Wir gehen beide auf die Straße. Ich zähle bis drei und sage dann, zieh. Wer den anderen zuerst trifft, hat gewonnen.